Schönen guten Abend zum zweiten Abend der diesjährigen DIVOC zu Ostern. Reboot to Respawn, das ist der letzte Vortrag für heute und er geht über Kunst. Und da geht es um ZLDKM, die sind seit über 20 Jahren im Chaos. Start war bei den beiden das 17C3, auf dem 19C3 haben sie sich dann endlich kennengelernt und seitdem setzen sie gemeinsam Projekte um. Sie machen eben Kunst. Auf Veranstaltungen, in Museen, in Unis, in Unternehmen, in Messehallen, in Lehrstättenhäusern, in öffentlichen Raum und im Internet. Sie sind ganz ähnlich und ganz verschieden. Ihre Eltern gaben ihnen beide den gleichen Namen. Einer benutzt aber einen anderen. Beide haben Abitur. Der eine auf dem ersten, der andere auf dem zweiten Bildungsweg. Einer hat eine Berufsausbildung, eine nicht. Beide haben Informatik studiert. Der eine ist Doktor und Ingenieur, der andere hat einen Master of Business Administration. Beide haben wissenschaftliche Veröffentlichungen. Der eine hat Kunst studiert, der andere eine Medienfassade entwickelt. Beide sind im geteilten Deutschland geboren, der eine ganz weit im Westen, der andere ganz weit im Osten. Beide sind Unternehmensgründer, der eine programmiert, der andere orchestriert. Beide sind Künstler. Stefan streamt aus Aachen und Esti streamt aus Hamburg. Ich bitte darum, ZLDKM. Herzlich willkommen in diesem Internet. Wir freuen uns, hier an dieser Stelle senden zu dürfen und somit ein Teil des digital verteilten Online-Chaos zu sein. Das Motto Reboot to Respawn, neu starten, um wieder aufzutauchen, passt wie die Faust aufs Auge. Natürlich nicht nur im Osterkontext, das hat ja auch irgendwas mit Wiederauferstehung zu tun, sondern es passt auch gut zu unserem Projekt. Denn da war es im Prinzip genauso, dass wir gesagt haben, hier, wir müssen jetzt auch mal neu starten, wir müssen mal wieder Sichtbarkeit erlangen, wir müssen mal wieder was machen. Das Projekt ist praktisch ein Kind der Pandemie. Wahrscheinlich wäre es so ohne gar nicht entstanden. Wir sind ZLDKM und hinter dem vielleicht etwas sperrigen Namen verbirgt sich eine Abkürzung und es heißt einfach zwei Leute, die Kunst machen. Das war der Arbeitstitel und wie das manchmal so ist, bleiben Arbeitstitel einfach und so ist es nun. Wir haben den Fokus auf die Zukunft, also geht es auch gleich los mit der ersten Frage. Nämlich, warum? Früher haben wir uns eher getroffen. Wir sitzen ganz gern an einem Schreibtisch, arbeiten zusammen. Wir arbeiten gern in derselben Werkstatt, an derselben Sache. Das geht seit einer ganzen Weile nicht mehr so gut oder eben gar nicht. Also, was machen Künstlerinnen und Künstler in solchen Situationen? Wir haben gesagt, Intervention. Intervention im Sinne von, ja, das ist gerade alles total unangenehm, aber. Wir sagen, abwarten ist jetzt keine Option mehr. Wir müssen mal ein bisschen wieder vorwärts kommen und ein paar Sachen machen. Also Kunst als Experiment und die Forschungsfrage ist, kann man so Kunst machen? Ist es möglich, mit den gegebenen Einschränkungen Kunst zu schaffen? Ist es möglich, kreativ zu sein? Ist es möglich, neue Ideen und Innovationen zu entwickeln? Und wenn ja, wie? Unser Fokus, um das quasi einfach transparent zu machen, ne, deswegen auch der Rahmen drum um unsere Punkte. Ne, wir sind innerhalb des Rahmens, gibt natürlich auch ein außerhalb des Rahmens. Und das wollen wir einfach nur mal klar darstellen. Wir haben das Ziel, Kunst als unbedingtes Ergebnis zu haben. Das haben wir so definiert. Es gibt natürlich auch den Gegensatz. Man kann sagen, der Prozess, den man macht, der ist ergebnisoffen. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, das eben nicht zu tun. Wir haben gesagt, am Ende muss Kunst rauskommen. Der zweite Punkt, weniger wer, mehr wie und was. Im künstlerischen Kontext spielt es oft eine Rolle, wer etwas macht und weniger wie etwas gemacht wird.
oder was gemacht wird. Wir haben gesagt, wenn wir so eine Waage haben, dann sagen wir, das eine ist uns wichtiger als das andere. Und ein Beispiel ist eben dieser Vortrag. Uns ist es an dieser Stelle eben wichtig, uns zu äußern. Uns ist an dieser Stelle wichtig, Zugang zu schaffen, anstelle zu sagen, ja, die Künstler, die äußern sich jetzt nicht, die erklären sich nicht. Auch da, wir wollen nicht sagen, dass das irgendwie gut oder schlecht ist oder besser ist als irgendwelche anderen Herangehensweisen. Es ist genauso natürlich valide, in einem Kunstprozess zu sagen, nö, man überlässt dem Betrachter, der Betrachterin die Interpretation und äußert sich nicht. Wie gesagt, wir haben uns dazu entschlossen, das eben nicht zu tun. Wir äußern uns. Kunst als Motor der Veränderung, Kunst als Inspiration, Kunst als Spiegel, das sind so Metaebenen, über die kann man sich nach dem Vortrag, könnt ihr euch nach dem Vortrag mal ein paar Gedanken machen, da könnt ihr mal drauf rumdenken. Wir glauben, da gibt es einiges, was man da sozusagen erkennen kann, wenn man möchte. Gern könnt ihr auch über den Kunstbegriff nachdenken. Dazu wollen wir zumindest anregen. Man kann natürlich sagen, ja, das ist jetzt hier eine technische Spielerei und keine Kunst. Oder wie weit geht das eigentlich? Ne, wie weit ist es eine technische Umsetzung? Ab wann ist das Kunst? Die Frage können wir nicht beantworten. Wir können nur einladen, darüber nachzudenken. Wir sagen Kunst als Überbrückungshilfe, die kein versteckter Kredit ist, den wir in der Zukunft irgendwann mal teuer bezahlen müssen, sondern wir sagen Kunst als echte Investition für eine Zukunft, in der wir leben wollen. Das ist groß und wir meinen das absolut ernst, ohne Augenzwinkern, weil die Realität den Kurs im Moment durchaus vermissen lässt. Wir sind im Februar gestartet, also das Projekt ist knapp 2 Monate alt, um das so ein bisschen einzuordnen. Wir haben Big Blue Button als Think Tank benutzt und haben noch ein Wiki für die Dokumentation. Und dann ging es auch schon los. Was haben wir als erstes gemacht? Wir haben uns digitale Kunst und Netzkunst angeschaut. Wir haben eine Marktanalyse gemacht und recherchiert. Und was wir euch sagen können, das, was es da gibt, ist unwahrscheinlich groß. Es gibt sehr, sehr viele tolle Sachen. Es macht Spaß, da drin zu versinken. Und das ist so ein bisschen wie Wikipedia lesen, ne? Also man fängt auf einer Seite an und auf einmal hat man 50 Tabs offen. So ähnlich ist das mit der Netzkunst, mit der digitalen Kunst. Man kann da vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Das macht großen Spaß. Wir können das nur empfehlen. Und das ist sicherlich eine gute Alternative für so einen Streaming-Abend. Wir haben bei unserer Marktanalyse 3 große Themen identifiziert. Wir haben noch ein paar andere Sachen rausgefunden, aber das sind so die großen 3 Sachen, die wir mal nennen wollen. Zum einen gibt es die Zugangsproblematik. Also wenn man digitale Kunst konsumieren will, muss man immer irgendeine Hürde überwinden. Die können klein sein, die können aber auch groß sein, ne? Im einfachsten Fall ist das ein Webbrowser und der Zugang zum Internet. Und das geht dann weiter über bestimmte Apps, die man installieren muss. Da gibt es dann manchmal schon ein paar kleinere Hürden, wenn die nur auf bestimmten Betriebssystemen oder Geräten funktionieren, wenn man bestimmte technische Anforderungen erfüllen muss mit seinem Gerät, wenn man auf Computern bestimmte Frameworks erst installieren muss, wenn man bestimmte Hardware, zum Beispiel Spielkonsolen braucht oder bestimmte Spiele. Und manchmal braucht man auch Termine. Ja, also es gibt so Möglichkeiten oder es gibt Kunstausstellungen, Galerien, die sind in Spielen, für die man eine Spielkonsole braucht. Die muss man erstmal haben oder kaufen, für die man bestimmte Spiele braucht. Die muss man erstmal kaufen. Und dann muss man in diesem Spiel auch eine gewisse Kompetenz erlangen, um überhaupt an diesen Ort zu kommen. Da muss man meistens noch oder manchmal muss man den Künstler, die Künstlerin dann noch per E-Mail zum Beispiel kontaktieren und einen Termin ausmachen. Und dann wird das natürlich alles ein bisschen schwierig. Das ist ungefähr so wie ein Termin bei einem Amt bekommen, was dann auch noch in einer anderen Zeitzone liegt. Aber wenn man das dann schafft, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, kann sich das durchaus lohnen.
Warum manchmal Ausstellungen online nicht dauerhaft verfügbar sind, ne, dazu gehe ich auch im dritten Punkt genauer ein, Stichwort Vandalismus. Kunst hängt oft an der Technologie und damit meinen wir, es gibt eine Technologie, die ist für was Bestimmtes gemacht und wenn man die genauso einsetzt, wie sie gedacht ist, ja, ist die Frage, ist das dann schon Kunst? Wer von euch aus dem Chaos Computer Club Umfeld kommt, aus dem Dunstkreis, der kennt vielleicht Wau Holland und der oder die kennt vielleicht auch ein paar Zitate von ihm. Eins ist zum Beispiel, ein Hacker ist jemand, der versucht, einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann oder wie man mit einer Kaffeemaschine Suppe zubereiten kann. Also, ne, die Denke ist, ich habe irgendein Gerät, ich habe eine Technologie und die versuche ich sinnstiftend Zweck zu entfremden und irgendetwas damit ein Problem zu lösen oder etwas damit zu schaffen, wofür es eigentlich nicht gedacht ist. Und wenn man sozusagen mit der Denke sich dann mal den ersten Punkt anguckt, zu einfach, wenig spannend, dann versteht ihr ein bisschen, was wir meinen, ne? Also, wenn ich jetzt hier mein Smartphone habe und dann so Augmented Reality-mäßig durch meine Wohnung gehe, und dann zum Beispiel Bilder an der Wand hängen, die da nicht hängen und ich kann die austauschen und dann kann ich mir mal einen Künstler an die Wand hängen, den ich mir gar nicht kaufen könnte, weil er nicht verfügbar ist oder weil ich ihn mir nicht leisten kann, dann ist das vielleicht mal eine ganz witzige Sache und da ist das möglicherweise auch ein exzellenter technologischer Einsatz von dieser Technologie. Die Frage ist, ist das dann schon Kunst? Die Frage ist dann eben, ja, wie hoch muss oder sollte eine Schöpfungshöhe sein. Auf der anderen Seite dieser Skala sind wir dann bei dem Thema, das ist zu kompliziert, das ist zu schwierig, beziehungsweise man kann das dann gar nicht verstehen, weil zu viele technische Hürden übersprungen werden müssen. Und selbst für uns als technikversierte Menschen ist es bisweilen echt schwierig gewesen, überhaupt Zugang zu manchen künstlerischen Umsetzungen zu bekommen. Da musste man dann viel recherchieren und ausprobieren, bis man dann da war, wo man hin will. Und dann ist man sich manchmal immer noch nicht so sicher, ob das wirklich so sein soll, weil es manchmal, was ich, eine andere Firmware, eine andere Version des Frameworks, kommt es irgendwie zu Seiteneffekten und man weiß gar nicht, ist das jetzt ein Artefakt der falschen Firmware-Version oder gehört das zum künstlerischen Prozess dazu, gehört das zur Kunst dazu. Also das bewegt sich dann eben stark zwischen zu einfach und zu kompliziert und dazwischen haben wir, sagen wir mal, wenig gefunden. Dritter Punkt, Vandalismus, Bullies und Trolle. Vielleicht haben es die einen oder anderen gehört, selbst etablierte Ausstellungen im Netz wurden vandaliert, wurden ausgeraubt. Naja, gab es Vandalismus, da drin wurde randaliert und das ist dann so ein bisschen wie, naja, da kommt halt so diese Szene, die sonst eigentlich ihre geschützten Museen hat und nimmt dann eine Ausstellung und senkt die dann so in so ein Haifischbecken ein und dann stürzt sich dieses Internet drauf und dann hat man auf einmal leere Ausstellungsräume in irgendeiner digitalen Ausstellung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich inzwischen auch Gruppen, die ganz gezielt solche Sachen suchen, aktiv Besucherinnen, Besucher belästigen, rumnerven, irgendwelchen Quatsch machen, teilweise auch zerstören, das dann auch noch aufzeichnen und auf YouTube veröffentlichen und das dann auch toll finden und sich dann auf die Schulter klopfen, wenn sie da dann mal 20 Besucher irgendwo vergrault haben, die dann eben nicht mehr sich eine Ausstellung angucken konnten. Man muss sich da über solche Sachen eben Gedanken machen. Was haben wir daraus abgeleitet? Aus unserer Recherche. Also erstens, uns war es wichtig, wenn wir Kunst im digitalen Raum machen, dann muss sie einen einfachen Zugang haben. Man sollte mitmachen können, irgendwie damit interagieren. Es sollte interessant sein, auch für Leute, die nicht so genau verstehen, wie es funktioniert. Auf der anderen Seite sollte es aber auch möglich sein, herauszufinden, wie es funktioniert, und zwar möglichst genau. Es sollte resilient gegen Vandalismus sein. Sollte eine Brücke ins reale Leben geben, zum Beispiel durch Interaktion. Und wir wollen es schaffen, da so einen Connect zu kriegen in die Kunst- und Galeriewelt, damit wir nicht nur in unserer digitalen Blase, in der wir uns selbst
vermeintlich ganz gut auskennen, aber wir wollen tatsächlich auch so ein bisschen in die Realität rüber. Und das sind so, ja, unsere Ableitungen daraus gewesen, die wir uns so als Ziele vorgestellt haben. Womit haben wir angefangen? Unser erstes Thema ist mehr oder weniger zufällig gewählt. Das ist auch jetzt wirklich der Anfang. Piet Mondrian passte ganz gut rein, zum einen in die Zeit. Die Bilder rechts oben seht ihr gerade mal eins mit der orthogonalen Bildstruktur, den schwarzen Linien und den gefüllten Farbflächen, die sind ungefähr 100 Jahre alt. Etwa um 1921 fing Piet Mondrian an, solche Bilder zu veröffentlichen. Und er ist einer der Mitbegründer der abstrakten Malerei. Uns gefallen die Bilder auch persönlich ganz gut. Und das war auch eben der Grund, sich mal ein bisschen genauer damit zu beschäftigen. Bei Piet Mondrian ist es so, dass er oft zitiert wurde, gerade auch dieser Stil wurde oft zitiert in der Kunst, in der Architektur, in der Mode, in der Werbung und natürlich auch in der Populärkultur. Damit haben wir sozusagen noch eine Chance der Bekanntheit, weil das recht, recht bekannt ist, diese Art der Bilder. Und was sehr, sehr spannend ist, Piet Mondrian sah sich als Landschaftsmaler. Das würde man jetzt so, wenn man diese Bilder sieht, gar nicht denken. Aber wir können euch nur animieren, euch mal ein bisschen genauer damit auseinanderzusetzen. Ganz kurz, ne, also er sah im rechten Winkel ein universelles Symbol. Und das begann im Prinzip damit, dass er sagte, ne, der Mensch steht aufrecht auf der Erde. Und damit hat er sozusagen seine Verbindung zwischen Horizontale und Vertikale geschaffen und hat dann da seinen rechten Winkel. Und er sagt, das polarisiert und darauf hat er im Prinzip seine Kunst ausgerichtet. Es erzeugt Spannung. Diese Spannung zwingt zum Ausgleich und er sieht quasi in diesem rechten Winkel, in dieser Polarisation, solche Sachen wie Mann und Frau, Geist, Materie, individuell und universell. Yves Saint Laurent, das seht ihr auf dem unteren Bild, der hat gewissermaßen diesen Stil auf Kleider übertragen. Wir versuchen, diesen Stil in die Digitale zu übertragen. Ja, was macht man, wenn man etwas versucht, in die digitale Welt zu übertragen? Man verwendet Computer und wir haben uns entschieden, dass wir jetzt Bilder im Mondrian-Stil von Computern generieren lassen wollen. Also unsere Kunst ist im Prinzip, den Computer dazu zu benutzen, ein Bild im Mondrian-Stil zu erstellen. Und unser automatischer Mondrian erstellt solche Bilder. Und woraus besteht so ein Bild? Also erstmal ist ein solches Bild ein Rechteck. Das hat eine bestimmte Größe, das hat ein bestimmtes Seitenverhältnis. Also es kann Querformat, Hochformat sein oder vielleicht auch quadratisch. Und im Falle dieser Mondrian-Bilder ist dieses Rechteck in verschiedene Rechtecke aufgeteilt mit schwarzen Linien. Und jedem Rechteck wird dann eine Farbe zugewiesen oder jedes Rechteck ist eingefärbt. Das heißt, wir brauchen hier einen Algorithmus, der ein Rechteck aufteilen kann und einen Algorithmus, der Farben zuweist. Mondrian hat viel Weiß, etwas Rot, Gelb-Blau, wenig Grau und selten auch Schwarz verwendet. Und für die Aufteilung, die man ja zuvor machen muss, haben wir zwei prinzipiell gegensätzliche Ansätze. Im ersten Ansatz gehen wir jeweils von einem Rechteck aus, teilen das auf und die daraus entstehenden aufgeteilten Rechtecke werden weiter aufgeteilt. Das passiert dann ein paar Schritte lang, bis das Bild sozusagen aufgeteilt genug ist. Jetzt für diese Aufteilung, da gibt es zunächst mal zwei einfache Möglichkeiten. Man kann durch eine horizontale Linie oder durch eine vertikale Linie das Rechteck aufteilen. Und damit das Ganze etwas interessanter wird und die Bilder nicht zu einfach aussehen und zu künstlich, haben wir dann noch eine dritte Aufteilungsmöglichkeit implementiert. Das ist, da wird in das große Rechteck ein kleines Rechteck eingesetzt. Das sieht man hier rechts am Rand. Und damit dann der verbleibende Rand wieder in Rechtecke unterteilt wird, da wir ja Rechtecke brauchen, um weiter aufzuteilen, werden dann noch von den Eckpunkten horizontale oder vertikale Linien bis zum Rand des großen Rechtecks gezogen, sodass man wieder dann Rechtecke hat.
Die zweite Methode der Aufteilung funktioniert genau umgekehrt. Zuerst wird das große Rechteck des Bildes maximal aufgeteilt in ein Gitter von kleinen Rechtecken. Es werden eine Menge horizontale und vertikale Linien von Rand zu Rand eingezeichnet. Und im zweiten Schritt werden dann Stücke dieser Linien wieder gelöscht oder anders ausgedrückt nebeneinander oder übereinander liegende Rechtecke miteinander vereinigt. Und das ist hier angedeutet, mal drei Schritte, wie das dann aussehen kann. Wenn man die Linien nacheinander löscht, kommt auch ein Bild raus, was eine Mondrian-ähnliche Struktur hat. Und jetzt haben wir quasi einen Algorithmus, der in der Lage ist, Bilder strukturell zu erschaffen und dann auch Farben zuzuweisen. Aber die Frage, die sich stellt, ist immer noch, wo werden die Linien gezeichnet, wie wird aufgeteilt, welche Farben werden ausgewählt. Und dazu braucht dieser Algorithmus, wie so schön heißt, Input. Und das ist sozusagen die digitale Variante der Inspiration. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht und haben das mal aufgeschlüsselt. Einmal bei Piet Mondrian, einmal bei uns. Bei Mondrian war es, wie wir eingangs schon gehört haben, waren es zum Beispiel Landschaften. Es war aber auch die Umwelt und seine Wahrnehmung, also das, was in seinem Gehirn passiert, die Gehirnchemie. Und es gab sicherlich einige Punkte, die dazu führten, dass seine Bilder so entstanden sind, wie sie sind. Die waren ihm bekannt. Und es gab sicherlich Sachen, die waren ihm nicht bekannt. Und genau das haben wir uns vorgenommen zu adaptieren. Wir wollen eben, da es Mondrian ja nun leider nicht mehr gibt, gesagt, gut, wir bedienen uns mal an diesem Internet und versuchen dem eine Zufallskomponente irgendwie zu entlocken. Zusätzlich wollen wir auch darauf achten, dass das ganze Verfahren auch so ein bisschen resilient ist, also vielleicht sogar auch in die Richtung Vandalismus nutzen geht. Und wir haben dann im Prinzip die gleiche Situation. Die technischen Rahmenbedingungen, die wir selbst schaffen, die sind uns bekannt. Das, was aber vom Internet sozusagen auf uns einprasselt, das können wir gar nicht so richtig beeinflussen. Das ist die zufällige Komponente. Somit sind wir zu unserem ersten Experiment gelangt. Und die Metapher ist, das Gehirn enthält Neuronen, die über Synapsen miteinander verbunden sind und die Signale werden über Neurotransmitter übertragen. Wenn man das versucht jetzt auf das Internet zu übersetzen, könnte man jetzt sagen, vereinfacht, das Internet besteht aus Computern, die sind mit Datenleitungen verbunden und die Signale und die Daten, die werden mithilfe des Internetprotokolls übertragen. Also da könnte man sagen, das ist so eine Ähnlichkeit. Und dann haben wir gesagt, gut, dieses Konzept, dieses Mondrians Konzept, das transformieren wir mal in Software. Also haben wir ein Programm entwickelt, Piet, das in der Lage ist, orthogonale Bildstrukturen zu erschaffen, das mit diesen, also diese schwarzen Linien. Und Piet ist in der Lage, Flächen mit Farben zu füllen. Jetzt ist der Punkt, die Software hat noch keine Inspiration. Und für die Inspiration sorgt sozusagen PortScanny. PortScanny, Gegensatz zu PortScanner, kann man sich so vorstellen wie bei Trainer und Trainee, Coach und Coachee, haben wir eben PortScanny. Und jede, die einen Computer oder einen Server, was auch immer im Internet haben, die wissen, Portscans gibt es frei Haus, das dauert nicht lange und dann wird die Maschine gescannt, die am Netz hängt. Und das für Nicht-Techies, das kann man sich so vorstellen, als würdet ihr durch die Stadt spazieren gehen und bei Hochhäusern einfach mal anhalten und da auf die Klingelschilder gucken. Dann kann man sehen, aha, gucke mal, wer wohnt denn hier alles so, welche Namen sind da und man kann vielleicht auch bei einem Namen mal klingeln. Und wenn man da sozusagen richtig kommuniziert, dann geht vielleicht auch die Tür auf. Und so ähnlich kann man sich das bei Portscans vorstellen. Die Maschinen, Server im Internet werden permanent gescannt. Was für Dienste sind denn da möglicherweise verfügbar? Und dann wird probiert, ob man da irgendwie mit Kommunikation irgendwelche Resultate erzielt. Portscanny macht also nichts anderes als sozusagen
die virtuellen Klingelschilder überall zu verteilen. Und das sind halt typische Ports, die normalerweise für zum Beispiel E-Mail oder für das WWW verwendet werden oder für Remote-Geschichten. Das sind also so übliche verdächtige Ports und da hört PortScanny drauf und wenn da halt ein PortScan vorbeikommt, dann merkt sich PortScanny die IP-Adresse und das Datum mit der Uhrzeit. Das Ganze wird sozusagen gesammelt, eine Minute lang und innerhalb dieser Minute entstehen so viele Datensätze an Portscans, dass das ausreicht, um daraus eben eine Zufallskomponente zu generieren und das zum Pete zu kanalisieren. Und Pete malt dann sozusagen im übertragenen Sinne aus diesen Eingangsdaten ein Bild im Stil von Pete Mondrian. Das sieht ungefähr so aus, das ist ein Beispiel. Das seht ihr auch auf unserer Webseite zldkm.art. Da wird sozusagen jede Minute ein neues Bild im Stil von Mondrian generiert und ihr seht auch direkt dabei, welche Portscans zu diesem Bild geführt haben. Die nächste Iteration ist, was kriegt man noch frei Haus, wenn man einen Computer ins Internet stellt, wenn man einen Mail-Server im Internet betreibt. Wer das macht, der weiß Bescheid. Spam gibt es immer frei Haus. Es reicht ja auch eine E-Mail-Adresse einfach irgendwo zu haben. Also haben wir E-Mail-Adressen eingelegt, haben die ein bisschen unvorsichtig im Netz verstreut und es hat nicht lange gedauert. Dann ging das auch schon los und Spam kam dort in rauen Mengen an. Darüber freuen wir uns, das benutzen wir. Und genauso wie die Portscans benutzen wir eben unerwünschte E-Mails, um daraus diese Bilder im Mondrian-Stil zu generieren oder generieren zu lassen. Auch da haben wir auf unserem Instagram-Kanal jeden Tag wird sozusagen kuratiert, ein neuer Mondrian veröffentlicht. Ihr seht dann das Bild und ihr könnt dort die E-Mail sehen, der sozusagen das Bild zugrunde liegt. Jetzt ist die Frage, vielleicht veralbern wir euch ja auch und wir haben einfach nur zufällig Bilder generiert und wir nehmen einfach irgendwelche E-Mails und irgendwelche IP-Adressen und behaupten jetzt einfach mal, dass das sozusagen daraus entstanden ist und das ist alles nur gefaked. So, und Stefan wird euch erklären, wie wir das beweisen, dass es nicht so ist. Ja, wir wollen eben nachvollziehbar machen, dass es nicht alles fake ist und zeigen, dass die Bilder direkt etwas mit dem Text zu tun haben. Und deswegen haben wir den sogenannten Generierungsreport erfunden. Und dieser Generierungsreport erklärt zu jedem Text, wie das Bild daraus entstanden ist und wie sozusagen der Text als Inspiration für das Bild verwendet wurde. Die Ziele sind dabei ganz klar, dass man den Zusammenhang zwischen den Zeichen des Textes und den Bildelementen klar macht und dass das einfach verstehbar und nachvollziehbar ist. Also die Designentscheidungen bei diesem Zufallsgenerator sind eben absichtlich kein perfektes, wildes Hashing wie in Linux in DevRandom, um möglichst gleich verteilte Daten daraus zu kriegen, sondern absichtlich Abstriche bei der Zufälligkeit, damit man es nachvollziehen kann, was da passiert. Und um das mal zu veranschaulichen, haben wir jetzt mal hier ein Beispiel vorbereitet. Also üblicherweise ist so ein Generierungsreport eine sehr lange Textdatei, so 100 Kilobyte. Und es listet wirklich alle Schritte auf, die vom Text zum Bild geführt haben. Welche Zeichen wurden verwendet? Wie wurden die Zeichen verarbeitet? Welche Entscheidungen wurden vom Algorithmus dann auf Basis dieser Zeichen getroffen? Welche Werte, Positionen der Rechtecke, welche Farben für die Rechtecke wurden ausgewählt? Und wir können jetzt leider nicht die ganze Generierung eines Bildes durchgehen, aber wir können uns mal vier Entscheidungen anschauen. Dazu ist hier unten beispielhaft unsere erste Spam-E-Mail, die wir in diesen Generator reingesteckt haben, abgedruckt.
und vier Stellen jeweils zwei Buchstaben hervorgehoben. Und genau was mit diesen insgesamt acht Buchstaben passiert ist, will ich jetzt erklären. Die ersten beiden Buchstaben sind HA von Hallo. Und die erste Entscheidung, die der Algorithmus treffen muss, der automatische Mondrian praktisch macht, ist, wie groß soll das Bild werden in der Breite und in der Höhe. Und die erste Entscheidung ist die Breite. Und hier haben wir festgelegt, wir hätten gerne eine Breite zwischen 300 und 800 Pixeln. Und die Buchstaben werden jetzt als Zufall, sozusagen als Würfel, verwendet, um jetzt eine Zahl zwischen 300 und 800 auszuwählen. Nun kann man sich das H vorstellen, das ist ja der achte Buchstabe des Alphabets. Das ist quasi, als ob man mit einem 26-seitigen Würfel würfeln würde und eine 8 würfelt. Jetzt sind natürlich 26 Möglichkeiten für eine Zahl zwischen 300 und 800 auszuwählen irgendwie ein bisschen knapp. Das reicht nicht. Der Fachmann würde sagen, da ist zu wenig Entropie drin. Und deswegen geht unser automatischer Mondrian eben jetzt hin und verwendet zwei Buchstaben. Also H und A. A ist der erste Buchstabe des Alphabets. Das heißt, wir haben eine 8 gewürfelt für das H und danach eine 1. Die werden dann kombiniert. Da kommt dann nach der Formel, die hier steht, aber wir wollen jetzt hier nicht in die mathematischen Details gehen, kommt eben die Zahl 209 aus dem Bereich von 27 bis 702 raus. Und das wird dann mit dem Dreisatz einfach linear abgebildet auf den Zielbereich 300 bis 800 Pixel. Das heißt, 209 ist irgendwo bei 26,9% von diesem Bereich. Und 26,9% vom Bereich, wo wir hinwollen, ist 435 Pixel. Also wird das Bild 435 Pixel breit. Ja, dann geht es weiter mit der Höhe und irgendwann sind wir dann an der Stelle angekommen, wo wir ein Rechteck aufteilen wollen und der Algorithmus hat sich entschieden, er möchte gerne die dritte Untervariante der ersten Variante nehmen, also ein kleines Rechteck in das große Rechteck einsetzen und eine Frage, wo Input benötigt wird, ist, an welcher horizontalen Position soll diese linke Kante des neuen Rechtecks liegen? Das ist hier durch den orangen Pfeil dargestellt. Also brauchen wir jetzt einen Abstand vom linken Rand. Und an der Stelle sind wir bei der Spam-E-Mail bei IR von wir. Genau wie vorher wird praktisch jetzt hier zweimal gewürfelt und herauskommt der Wert 149 und deswegen wird das neue Rechteck mit Abstand 149 Pixel vom linken Rand eingezeichnet. Am Ende steht der Algorithmus dann vor der Frage, welche Farbe soll jedes Rechteck bekommen? Und da geht er einfach alle Rechtecke durch und in diesem Fall bei Rechteck 2 ist er bei TI von Investitionsplan angekommen und würfelt eine Zahl. In diesem Fall kommt die 29 heraus und gemäß der Aufteilung viel weiß, ein bisschen gelb-rot-blau, ein bisschen grau und noch weniger schwarz. Sind halt oben viele Zahlen für weiß, wenig Zahlen, genau genommen eine Zahl für schwarz. Und 29 ist gelb, daher wird Rechteck 2 gelb gefärbt. Ja, das nächste Rechteck, das wir hier zeigen, ist Rechteck 20. Da wird die 7 gewürfelt aus dem E und dem I von eine und 7 bedeutet weiß. Und man sieht hier dann rechts unten das Bild, was herauskommt. Und da ist das Rechteck 20 oben links eben weiß und das Rechteck unten links, das Rechteck 2, gelb geworden. Damit ist jetzt im Prinzip die Generierung des Bildes fertig, aber das Malen des Bildes ist ja immer nur der erste Schritt, der Hauptschritt zugegeben, aber danach lebt das Bild ja weiter und kommt üblicherweise in eine Galerie. Genau, und wir haben ja gesagt, es wäre einer unserer Wünsche, unserer Ziele, ist auch irgendwie eine Brücke in die Kunst- und Galeriewelt zu schlagen. Und da haben wir zwei Möglichkeiten identifiziert. Die erste ist, wir nehmen das virtuelle elektronische Produkt, ne, das Bild, das PNG, und ja, geben das in den Kunstmarkt. Das ist aber wahrscheinlich ist etwas schwierig. Ne? Also erstens ist der Markt an der Stelle ziemlich klein. Zum anderen ist die Schöpfungshöhe schwer zu vermitteln. Warum soll ich mir ein generiertes PNG jetzt hier, keine Ahnung, kaufen oder das sozusagen speichern als Kunst, kann ich mir auch von der Webseite runterladen. Wir haben das Problem, man kann Originale nicht so gut erkennen, ne? Man müsste dann wieder irgendwas bauen, so in Richtung Kopierschutz oder so, keine Ahnung, da sind wir jetzt nicht so die großen Freunde von solchen Maßnahmen.
Also das ist sozusagen sehr, sehr schwierig und wir haben uns gedacht, da muss es was anderes geben. Also eine andere Möglichkeit, ne, wir holen die digitalen Bilder wieder zurück in die Realität und machen zum Beispiel Fotoabzüge, wir machen Drucke auf Alu-Dibond, auf Leinwand oder eben Fotoabzüge hinter Acrylglas, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Und in Verbindung mit einem Report kann man die dann signieren. Damit haben wir dann einen Ansatz für den Galeriemarkt. Es gibt wieder Originale, ne, weil man kann die man kann die anfassen. Ne? Also wir haben wieder was Handfestes sozusagen. Da ist auch klar, was ist das Original. Und wir haben zusätzlich auch noch eine Variable Inspiration, die man auch noch nutzen könnte in diesem Kunstmarkt-Kontext, dass man sagt, man tut sich mit zum Beispiel Autoren von Gedichten zusammen und sagt, 10 Gedichte, 10 Bilder. Ne? Dieses Bild ist aus diesem Gedicht entstanden und kann dann so vielleicht irgendwelche Synergien erschaffen. Man kann als Eingangskanal Musik benutzen, man kann als Eingangskanal Aktienkurse benutzen oder das Wetter, wie auch immer. Und so ein Beispiel von so einem Bild seht ihr jetzt auch da mal an der unten rechts abgebildet, was uns freundlicherweise Sascha zur Verfügung gestellt hat, der nämlich von uns unser erstes generiertes Bild bekommen hat und der hat es tatsächlich ausbelichtet und gerahmt und somit gibt es da das erste Originalkunstwerk. Nun ist allerdings die Frage noch, wie kann man jetzt den Preis für so ein Werk bestimmen? Ja, wir haben uns da erstmal angesehen, wie Galerien in der analogen Welt den Preis für Bilder bestimmen. Und viele Galerien verwenden da eine recht einfache Formel. Sie nehmen einfach die Größe des Bildes, also Breite plus Höhe in Zentimetern und multiplizieren das mit einem sogenannten Künstlerinnenfaktor. Dieser Künstlerinnenfaktor ist im Prinzip eine Maßeinheit dafür, wie berühmt der Künstler oder die Künstlerin ist. Als Richtgröße kann man hier für Einsteiger so 3 Euro pro Zentimeter annehmen. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen das auf den automatischen Mondrian übertragen. Was wir schon festgelegt haben, ist, dass wir Breite und Höhe mit der Umrechnung 10 Pixel sollen 1 Zentimeter entsprechen, aus der digitalen Welt in die analoge Welt umrechnen. Was dann noch fehlt, ist der Künstlerinnenfaktor. Jetzt könnte man sagen, der automatische Mondrian ist neu, den gibt es ja noch nicht so lange, ist also eher Einsteiger. Vielleicht sind die Bilder aber auch schon relativ gut und, ich will nicht sagen, äquivalent zum Mondrian, zum echten Mondrian, aber vielleicht ein bisschen mehr in dessen Richtung. Und deswegen haben wir einen Test gemacht. Wir haben uns gefragt, wie kann man das denn jetzt rausfinden, was normale Leute davon halten, wie können sie Bilder von echten Mondrian, von generierten Bildern unterscheiden. Und da wir beide Informatik studiert haben, kommt da direkt der Gedanke des Turing-Tests, weil Alan Turing ja auch diesen Test erfunden hat, um den Vergleich zwischen Computer und echten Menschen zu machen. Im Fall von Alan Turing hat er diesen Test entwickelt, um eine KI zu testen, die einen Menschen im Gespräch davon überzeugen muss, dass sie eben keine KI, sondern ein Mensch ist. Und wenn der Mensch das glaubt, dann ist der Turing-Test bestanden. In unserem Fall ist es natürlich keine KI, da ist es nicht ganz so kompliziert. Und deswegen haben wir einfach 2 Bilder genommen, ein automatisches und ein wirklich von Mondrian gemaltes Werk und haben normale Menschen, kennt ihr ja, die findet man auf Twitter, also auf Twitter gefragt, wählen Sie das echte Mondrian-Bild von diesen beiden aus. Und man sieht in den Ergebnissen, 49% haben sich für Bild A entschieden, 42% für Bild B und 9% haben dann lieber gesagt, ach, ich google das oder ich schlage das nach. Die nehmen wir also aus der Wertung raus. Und es zeigt sich also, ja, es war ein knappes Ergebnis, aber die Weisheit der vielen hat funktioniert in diesem Fall. Bild A ist wirklich das echte Mondrian-Bild, es heißt Trafalgar Square und Mondrian hat es von 1939 bis 1943 gemalt. Und Bild B ist ein automatischer Mondrian, generiert aus einer Spam-E-Mail von Mitte März. Der Inhalt der Spam-E-Mail ist eine gefakte Dating-Anfrage,
die wir hier aus Jugendschutzgründen leider abschneiden mussten. Und zum Abschluss des Vortrags möchten wir jetzt mit zwei neuen Bildern gerne diesen Turing-Test wiederholen. Also hier zwei neue Bilder, ein generiertes und ein echtes Mondrian-Bild. Und damit wollen wir jetzt gerne in die Diskussion einsteigen. Also, welches dieser beiden Bilder ist echt? Und wenn es andere Fragen oder Kommentare gibt, immer zu, her damit. Ja, das war jetzt ein sehr beeindruckender Vortrag. Ganz viel Kunst und ein bisschen Cyber. Und wir haben jetzt auch ein paar Fragen hier. Ich bedanke mich mal für den Vortrag bei den beiden Stefans. Einer von euch ist ja Datenschutzbeauftragter. Und daher kommt jetzt die erste Frage von einer Person, die das mit dem DSGVO offenbar irgendwie nicht ganz verstanden hat oder zumindest eine eigenwillige Interpretation liefert. Denn sie fragt, wenn ihr IP und Datum von Portscans als Inspirationsquelle benutzt, was ist dann hinsichtlich der DSGVO zu beachten? Aber es ist ein Smiley dazu gesetzt. Ja, genau, der Smiley, der bringt es dann an der Stelle wohl auch auf den Punkt, dass es nicht ganz ernst gemeint, denn das ist ja ein Datum, beziehungsweise sind ja Daten, die freiwillig abgegeben werden oder uns sogar aufgezwungen werden, mehr oder weniger. Und die dann zu benutzen, kann man uns dann schwer verbieten. Ja? Das ist so. Also hinsichtlich der DSGVO gibt es da, glaube ich, nichts zu beachten. Aber natürlich, wenn wir Anfragen bekommen, werden wir die natürlich ordnungsgemäß beantworten. Und wenn uns Leute IP-Adressen nennen, die zu bestimmten Zeitpunkten bei uns gelandet sein sollten und wir die gespeichert haben sollten, dann können wir die finden und werden sie natürlich auch löschen, so wie wir sie denn haben. Gar kein Problem. Und dann kommt die unausweichliche Frage, das lässt sich in diesem Kontext leider nicht verhindern. Warum verkauft ihr eure Kunst nicht per NFT? Und das sind die sogenannten Non-Fungible Token. Da gibt es ja nicht nur eine Blockchain, da gibt es fünf hinten dran. Ganz, ganz, ganz viel Cyber. Ja, also erstmal, digitale Daten bleiben natürlich kopierbar, auch wenn man in eine oder von mir ist auch in fünf Blockchains reinschreibt per Non-Fungible Token, wem dieses Kunstwerk jetzt gehört. Und für mich ist so ein NFT, falls ich es richtig komplett verstanden habe, so ein bisschen damit vergleichbar. Ich gehe in ein Museum, ich gehe in eine Galerie, kaufe mir ein Bild, mache davon ein Foto, drehe das Foto um, schreibe da Datum und Uhrzeit drauf, dieses Bild gehört mir und lege dann diesen Zettel, dieses Foto in meinen Safe und lasse das Bild einfach irgendwo stehen. Und das kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Das wäre ein interessanter Ansatz, könnte man auch machen, ja. Ich habe hier eine Frage in Englisch, die mir gut gefällt. Wouldn't the guesses on which Mondrian is real be random? I would suggest to try with both artificial or both real ones as a baseline. I think that's a very good suggestion. We can try that for the next debug maybe, or maybe even earlier. Okay, dann ist immer noch die Frage, welches Bild ist jetzt echt, A oder B? Oder C also, oder D? C oder D, ich denke A oder B haben wir ja im Vortrag schon aufgeklärt. Da war, glaube ich, das A das Echte. Und hier ist es tatsächlich D. Und wer aufmerksam aufgepasst hat, hätte es auch in einer der Folien des Vortrags sehen können, das echte Bild. Okay, die Abstimmung im Pad hat übrigens für B gestimmt, dass es B das Echte ist. Siehst du, wie sich die Leute täuschen lassen? So, es gibt jetzt noch mit euch ein Q&A nach dem Vortrag. Es gibt einen Big Blue Button, wenn es wahr ist. Oder ist das, was ist denn das? Ja, es ist ein BBB. Ja, ein Big Blue Button, der heißt zldkm.art. Also nochmal fragen.zldkm. Zwei Leute, wie heißt das? Die Kunst machen. Zwei Leute, die Kunst machen.
werde genau. die Kunst machen, auch mit deinem Moderationssatz. Gibt es noch eine self-organized Q&A, für wenn ihr mit den beiden Stefans oder mit Stefan und SD noch quatschen wollt? Wir haben theoretisch noch ein paar Minuten. Die werden wir aber, wenn ihr wollt, ihr noch was sagen oder irgendwie, wir bedanken uns mal ganz toll für euer Kommen. Ich muss den Vortrag mal verdauen und mir das in Ruhe anschauen. Ich hebe mir die Fragen das nächste Mal auf, die ich dann noch an euch habe. Vielleicht komme ich noch ins Q&A hinein. Dann bedanke ich mich mal ganz, ganz lieb bei euch. Es war sehr toll, dass ihr da wart.